Kommen wir zu Kolle mit seinem neuen Song diese Woche mit Viking. Also, keine Ahnung, ich habe mitbekommen, er hat Wasser rausgebracht. Es ist, also, Kolle hat jetzt Wasser rausgebracht, das wohl super gesund ist. Geil. Endlich mal kein Eistee. Boah, Digga. Ah, produziert von Johnny und, Alter, Dinsky schon wieder am Start. Dinsky müsste auch letzte Woche, glaube ich, bei Farid Kapi, glaube ich, dabei gewesen sein. Oder wo warst du letzte Woche? Ich weiß es nicht mehr, Brudi. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Daniel Slotin hat das Video gemacht. Sehr schön. Okay. Daniel hat auch, macht auch keine Pause, der Typ, ne? Reagier bitte auf... Schatz, warum sollte ich auf Heidi Germany's Next Topmodel? Warum? Das ist schlimm. Das ist schlimm, was da abgeht. So, Viking. Ja. Ja. Ich zog aus der Kleinstadt aus, als ich gerade 17 war. Mama, ich komm erst zurück, wenn ich die erste Mio hab. Immer fokussiert mein Ziel gejagt, wie ein Kriegssoldat in NRW. Zwischen 81ern und Libo-Clan. Wie oft war ich so am Boden, dass ich keinen Ausweg sah. Mir das Schicksal ohne Pause, Faustschlag in die Schnauze gab. Der Sinn dahinter... Ich wollte eigentlich lachen, ne? Aber jetzt gerade, muss ich sagen, textlich... Freut mich, dass er sich dazu äußert, was da anscheinend alles abgegangen ist. Zwischen 81, da meint er Hells Angels wahrscheinlich, ne? Und was hat er noch gesagt? Zwischen irgendeinem Clan? Aha. Aus der Kleinstadt aus, als ich gerade 17 war. Mama, ich komm erst zurück, wenn ich die erste Mio hab. Immer fokussiert mein Ziel gejagt, wie ein Kriegssoldat in NRW. Zwischen 81ern und Libo-Clan. Libo? Ach so, Libanesen. Libanesen, ne? Libanesen-Clans. Okay, okay, okay. Jetzt wissen wir langsam, was Kolle durchmachen. Oft war ich so am Boden, dass ich keinen Ausweg sah. Mir das Schicksal ohne Pause, Faustschlag in die Schnauze gab. Der Sinn dahinter ist, dass du an keinem Hindernis zerbrichst. Nach Regen kommt die Sonne und nach Finstern ist das Licht. Eure Hintern ist war Gift, doch faute steht an der Psyche. Steck ich Kopf in den Sand, dann beim Gebet in der Wüste. Neuer Tag, Beute jagt, jeden Tag woanders. Es liegt in meiner Natur, Kid, ich bin Jäger und kein Sammler. Seit den Zeiten, als wir noch... Boah, ohne Scheiß. Also wenn jemand Jäger ist, dann Kolle, ne? Also wenn jemand Jäger ist. Jagt jeden Tag woanders, es liegt in meiner Natur, Kid, ich bin Jäger und kein Sammler. Seit den Zeiten, als wir noch zu dritt bei Winterkälte froren. Mutter musste schuften, für uns Kinder Geld besorgen. Ein Leben voll finanzieller Sorgen, wie die Cinderella-Story. Doch daraus wurde ein Schicksalsheld geboren. Kam ins Showbiz, wurde verfolgt von Lucifers Dämonen. Doch die Musik hat Eloquenz, à la Ludwig van Beethoven. Edel. Boah, Digga, die Reimkette, what the... Kam ins Showbiz, wurde verfolgt von Lucifers Dämonen. Doch die Lucifers Dämonen. Wurde ein Schicksalsheld geboren, kam ins Showbiz, wurde verfolgt von Lucifers Dämonen. Doch die Musik hat Eloquenz, à la Ludwig van Beethoven, edles Blut. Digga, waren das 4 Reime oder 3? What the fuck? In den Venen plus Mut in den Genen drin, bis zum Tag, an dem Gott meine... Ja, doch gut wieder aufgebaut, der Gute, ne? Hat aber gut wieder aufgebaut. Sala Ludwig van Beethoven, edles Blut in den Venen plus Mut in den Genen drin, bis zum Tag, an dem Gott meine verwundete Seele nimmt. Immer wie ein Viking. Kämpfte schon als Kleinkind, renne durch den Eiswind. Immer wie ein Viking. Nichts auf der Welt trägt mehr Schande als ein Feigling. Immer wie ein Viking. Da ist er auf jeden Fall in seinem Film gewesen. Hat er vielleicht die Serie geguckt oder so. Schicksalsheld geboren, Luzifers Dämonen. Ludwig Beethoven. Ludwig van Beethoven. Echt? Also waren es 3. 3 waren es, ne? Ich dachte 4 sogar. Okay. Kämpfte schon als Kleinkind, renne durch den Eiswind. Immer wie ein Viking. Immer. Stellt euch mal vor, God of War. Es gibt eine Mod auf einmal, wo man Kolle spielen kann. Wie ein Viking. Rapper verdienen mit der Disco-Scheiße gut. Doch Realness heißt für mich, ich greif den Stift und schreib die Schriftzeichen mit Blut. Hab nichts dagegen, Hits zu schreiben, doch ihr geht einen Schritt so weit für mich, nur Zeit, Gesicht zu zeigen, wie das Christusleichen tut. Fühlt euch. Okay, er hat keinen Bock mehr auf die ganze Party-Mucke, oder was? Muss es auch geben, gab es immer, wird es immer geben. Wie Superman, ich bin euer Kryptonite wie Snoop. Tritt der Boss zur Seite, dann per Kickbox weiter Move. Eure Missgeburten scheiße. Warte mal, was hat er gesagt? Ich bin euer was? Kryptonit wie? Doch ihr geht einen Schritt so weit für mich, nur Zeit, Gesicht zu zeigen, wie das Christusleichen tut. Fühlt euch wie Superman, ich bin Gesicht euer. Gesicht zu zeigen, wie. Digga, der macht mich fertig, dieser Doch Typ. Doch ihr geht einen Schritt so weit für mich, nur Zeit, Gesicht zu zeigen, wie das Christusleichen tut. Fühlt Gesicht zu zeigen, wie das Christusleichen tut, okay? Ich bin Superman, ich bin euer Kryptonite wie Snoop. Ich bin Superman, Kryptonite wie Snoop, oder was sagt er da? Snoop?
Gesicht zu zeigen, wie das Christusleichen tut. Fühlt euch wie Superman, ich bin euer Kryptonite wie Snoop. Tritt der Boss zur Seite, dann per Kickbox-Fighter-Move. Eure Missgeburten scheiße ist ein Witz und eure Flirts mit Satanistenkreisen haben zu meinem Hip-Hop keinen Bezug. Er selber. Was? Digga, der macht mich. Ach, ach, jetzt versteh ich's. Wegen dem Crypto-Game, dieser Witz. Snoop hatte doch diesen Witz gemacht. In diesem einen Song sagt er doch am Anfang: Yo, how much did I make with my bla 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 bla. Da könnte man Krypto schon mal nehmen. Ob er ein Crip ist? Ich bin euer Crip tonight. Boah, keine Ahnung, Alter. Ob er, das kann auch sein. Es kann viele, also viele Wortspiele geben. Entweder Krypto-Währung oder Crip wie Snoop. Okay. Irgendeinen Sinn ergibt das schon. Wie man schon davon eigentlich ausgeht, ne? Es ist ein Witz und eure Flirts mit Satanistenkreisen haben zu meinem Hip-Hop keinen Bezug. Hätt selber nie gedacht, dass ich hier mal der Real-Keeper bin. Doch ich halt die Flagge hoch, ihr seid nur Fähnchen im Wind. Ja, da kommt der Boss mit zwei erhobenen Zeigefingern und sticht dir die Augen aus. Du kleiner Rap-Kultur-Verräter bist blind. Ich hab... Rap-Kultur-Verräter, holy shit. Ja, da kommt der Boss mit zwei erhobenen Zeigefingern und sticht dir die Augen aus. Du kleiner Rap-Kultur-Verräter bist blind. Ich habe den Jäger... Ja, wie bildlich wieder, ne? Wie bildlich eigentlich, ne? Krypton, Supermans Planet. Habe ich doch gesagt. Krypto. Kryptonit ist ja, da, ne, wie Superman. Ja, ja, das sagt er ja vorher. Das macht schon Sinn. Aber ja, wie gesagt. Instinkt und schreibt der Beste der Punches. In meinem Ferien-Apartment auf der Meerblick-Terrasse. Wo man spätestens nach Lesen auf Rap Genius merkt, perverse Kacke. Wer will bitte was machen? Ernsthaft, der ist der Krasseste. Auf dem Hügel in der. Was zum Fick erzählt der uns wieder? Mann! Instinkt und schreibt der Beste der Punches. In meinem Ferien-Apartment auf der Meerblick-Terrasse. Wo man spätestens nach Lesen auf Rap Genius merkt, perverse Kacke. Wer will bitte was machen? Ernsthaft, der ist der Krasseste. Also, er schreibt, nochmal ganz kurz, er in seinem Ferienhaus irgendwo ist eine dicke Terrasse und da steht er und schreibt Texte und auf Genius, auf Rap Genius steht dann wieder viel zu krass und viel zu gut und weiß ich nicht was. Was, bin euer Krypto-Light wie Snoop? Was? Nee, ich bin euer Krypto-Night wie Snoop? Was? Nein, Leute, da müssen wir auf Genius gehen, glaube ich, ne? Auf dem Hügel in der Ferne wiegt sich eine Zeder in der sanft wehenden Seebrise, als wär's die libanesische Flagge, schreibt. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen genau das jetzt. So, wir gehen jetzt da drauf. Viking. Guck mal, da haben wir auch schon 213 Aufrufe. So, ich bin... Fühlt euch wie Superman, ich bin euer Kryptonite wie Snoop. Also, der Endgegner, oder was? Okay. Hier. Wo man spätestens nach Lesen auf Rap Genius merkt, perverse Kacke, wer will bitte sowas machen? Okay, so, jetzt möchte ich wissen, was es abgeht. Doch, klar gibt's die Lyrics schon. Auf dem Hügel in der Ferne wiegt sich eine Zeder in der sanft wehenden Seebrise, als wär's die libanesische Flagge. Was? Auf dem Hügel? Da hinten. Wiegt sich, was ist eine Zeder in der Sanft? Ach meine... Übertägliche Erlebnisse, die in der Regel epische Dramen sind, als wäre ich italienischer Vater. Die Lines, die bleiben drin. Schreib übertägliche Erlebnisse, die in der Regel epische Dramen sind. Digga, ich bin durch, ne? Ich kann nicht mehr, Alter. Der macht mich komplett fertig, der Typ, ne? Der macht mich komplett fertig, Alter. Was? Als wäre ich italienischer Pate. In der Regel epische Dramen. Wie Jamaika Ederum. Free Spirit, ich komm mit befreitem Geist wie Medium. Leite ein Imperium. Die Lines, die bleiben Premium wie Jamaika Ederum. Free Spirit, ich komm mit befreitem Geist wie Medium. Ein Medium ist jemand, der mit Geistern sprechen kann, glaube ich, ne? Kommunizieren kann und so weiter. Leider sind auf Genius noch keine Erklärungen zu den Zeilen, ja. Leider noch nicht. Ich komm mit befreitem Geist wie Medium. Leite ein Imperium wie Kaiser Tiberius. Stell ich jemand ein und weih hinein in meine Pläne. Muss der stark sein unter Leistungsdruck. Ich seh sofort, der Typ ist nicht ganz gerade wie sein schnabelhaftes Nasenbein im Geierlook. Arme wie ein Streichholzguck. Ich schiebe sein Shirt, der ist verkabelt wie ein Cyborg. Ich erschlag ihn mit meinem Weißgoldschmuck. Vollbart wie ein Viking. Holte Platin, dabei ja.
Stelle ich jemanden ein und weihe ihn ein in meine Pläne, musste stark sein unter Leistungsdruck. Ich sehe sofort, der Typ ist nicht ganz gerade wie sein schnabelhaftes Nasenbein im Geierlook. Arme wie ein Streichholz, guck, ich hebe sein Shirt, er ist verkabelt wie ein Cyborg, ich erschlag ihn mit meinem Weißgoldschmuck. Digga, ich bin komplett raus. Heute ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich wirklich komplett raus bin, Alter. Ja. Schnabelhaftes Nasenbein. Also, allein diese Vorstellung. Wie ein Cyborg, ich erschlag ihn mit meinem Weißgoldschmuck. Vollbart wie ein Viking. Holte Platin, dabei jagte ich bloß Gold nach wie ein Viking. Trag mit Stolz Nabel und blieb als der Erfolg kam stets am Boden. Im Erfolgsnacht, aber Soldat wie ein Viking. Hinterlasse Spuren wie Winterwandertouren. Schachtel Silben ineinander wie bei Mittelalterhunen. Mein Spiegelbild und ich sehen aus wie Wikingerskulpturen. Hinterlasse Spuren wie Winterwandertouren. Schachtel Silben ineinander, wie beim Mittelalter-Runen. Ja, das ist selbstverständlich. Benutze ich ständig. Ist in meinem Sprachgebrauch Mittelalter-Runen. Schachtel Silben. Digga, ihr macht. Also, nee. Wenn ich sterbe, schmückt eine süße Magd mein Hünengrab mit Blumen. Warte mal, okay, letzte Leine. Die brauche ich jetzt noch. Mein Spiegelbild und ich sehen aus wie Wikingerskulpturen. Wenn ich sterbe, schmückt eine süße Magd mein Hünengrab mit Blumen. Immer wie ein Viking. Kämpfte schon als Kleinkind, renne durch den Eiswind. Immer wie ein Viking. Nichts auf der Welt trägt mehr Schande als ein Feigling. Immer wie ein Viking. Also, darf ich jetzt mal ganz kurz was fragen? Also, sein Image wandelt sich doch gerade, ne? Also, er ist doch, also, es geht doch gerade überhaupt nicht mehr um den Zuhälter. Sondern um Free Spirit. Und da ist anscheinend auch der Viking ein Charakter, der diesen Free Spirit anscheinend... Digga, ich bin raus, ne? Ich bin so raus, Alter. Ich bin so raus. Kämpfte schon als Kleinkind. Keine Ahnung, was... Renne durch den Eiswind. Immer wie ein Viking. Ja, es ist der motivierende Alpha. Natürlich, selbstverständlich. Ja, das sollte einem ja sowieso schon bewusst sein, ne? Das sollte einem bewusst sein, dass es natürlich darum geht. Aber ich frage mich halt, wie man auf diesen Viking-Film kommt. Wobei, die Serie war nice. Zumindest, hab den Anfang gesehen. Aber, der ist ja komplett in seinem Film. Der ist ja komplett in seinem Film. Immer wie ein Viking. Oh! Wer hat die Cuts gemacht? Oh! Ich höre ein Subgeräusch. Warum habe ich ein Subgeräusch gehört? Ragnar, danke schön für deine 11. Schade, DJ-Cuts stehen leider nicht dabei. Tatsächlich. Immer wie ein Viking. Okay. Was hört ihr die ganze Zeit? Wie? Kamen da öfter mal Subgeräusche rein? Ja gut, das kann mal passieren, ne? Wollen wir uns nicht beschweren, ne? Wollen wir uns nicht beschweren darüber, ne? Okay. Ey, ich habe absolut keine Ahnung, was ich von diesem Album erwarte. Louis, dankeschön für dein Prime. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich mochte das Zuhälter-Image. Ich muss gucken, wie ich bei dem Album drauf bin. Ich muss sagen, der hat geballert, der Song, auf jeden Fall. Der hat gut gepusht. Hat mich lyrisch komplett irgendwie fertig gemacht. Also wirklich, wirklich fertig gemacht. Jetzt gar nicht mal, was Wortspiele anging, sondern eher so, was seine Wortwahl und was die Reimketten anging. So ein ganzes Zeug, ne? Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wenn man sowas im Gym hört oder sonst was. Ja, ja. Da wird das Potenzial wahrscheinlich, ne?